an, ja, wir sind einmal durch diesen Gang gegangen. Sehen wir wieder mehrere Schiffswracks. Und können jetzt mal wieder darüber. Mit dem Mirror. So. Sehr schön, aber nach oben geht es nicht. Wir müssen hier rüber. Wir haben hier schön Stacheldrahtzaun gelegt, damit wir da nicht hinkommen. Alter, es sieht hier aus wie so ein alter Bunker. Bunker. Mit einer riesen Maschinengewehr. Aber es scheint anscheinend was im Lauf zerstört worden zu sein. So, können wir hier die Tür aufmachen? Meister. Ein Teil für die Schrotflinte gefunden. Das müsste reichen. Gut, versuch jetzt! Das ist ein Versuch jetzt! Wie viele Generatoren sind das? Zum Teufel brauchen Sie die? Das spielt keine Rolle. Wir erteilen Befehle, wir befolgen. Ohne Frage. Hier sind jetzt noch drei Gegner. Wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ruhig halten, wir ziehen ihn rauf. Und noch was mehr. Da oben im Palast wohl vor. Der ganze Rauch, der über den Berg aufsteigt. Gäb's ein Problem, dann. Wir haben einen Eindruck. Okay. Das war die Option. Warum sterben wir? Da war kein Feuer, da war gar. Ruhig halten, wir ziehen ihn rauf! Was geht da oben im Palast vor? Auf Hilfe! Kommt runter! Wir haben einen Eindruck! Mal ausschalten. Da vorne sind so einige noch. Was haben wir noch? Ich weiß nicht warum, aber mit dem fallenden Bogen sterben die schneller. In den Kopf geschossen, aber er steht wieder auf. Oh, den wollen wir nicht. Ich
das stört man. Einmal ein bisschen Pech. Sind das Handgranaten? Ja, Handgranaten? Wo haben wir Handgranaten? Ich sehe keine Handgranaten. Ich denke, wir können jetzt hier nochmal Munition auffüllen, bevor wir weitergehen. Alle plündern. Ich sehe auch nochmal Munitionskisten. Und dann nochmal Bergungs- und Munition. Ein Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Forscher, die Suche nach dem Stern. Sie gingen ins Landesinnere zum Kloster, aber ich glaube nicht, dass ihre Suche erfolgreich war. Wir werden sehen, wenn wir noch mehr Dokumente darüber finden. So, Pfeile sind mal wieder voll. Normale Munition scheint auch so langsam voll zu werden. Mal schauen, ob wir dann noch woanders hoch können. Wir können hier keine hoch. Mehr Munition. Wir sind immer noch nicht voll. Nee. Kann man das schon rausziehen? Kann man nicht. Ich glaube, da vorne können wir auch noch. Oder doch. Ab und zu nochmal einfach nur genauer gucken. Wir können wahrscheinlich uns. Hätten uns. Oder. Nee, das sind die Gegner. Komm. Wir kommen da anscheinend nicht hoch. Zumindest nicht hier. Hier haben wir nochmal Bergungs. Nee, das ist immer noch Granaten. Ich nicht weiß, wo wir die Bergungs. Oh Mist. Das war nicht nett. Wo kommen die denn her auf einmal? Oh. Das war so richtig uncool. Was ist denn los? Wer schießt? In Deckung, ein Eindringling. Aber von wo? Die haben uns alle geplündert.
Können wir auch noch finden? Alle sind noch voll. Da drüben! Sie ist im ersten Stock! In der Kampf ist bewaffnet! Wo ist der nächste? Ist da keiner mehr? Erwischt. Da können wir noch nicht hin. Oh, da waren auf jeden Fall noch Gegner. Die Frage ist nur, wo sind die? Oh, ich muss das nicht. Die Munition wird langsam knapp. Hier hochspringen. So. Wow. Alex, in was für einen Mist bist du denn da wieder reingeraten? Was für ein Sonnenuntergang. Oh, ich kann man noch plündern. Gebt mir eure Munition, ich werde sie ganz dringend brauchen. Für eure Regen. Freunde, Bekannte, was auch immer. Will ich hier runter? Ich denke schon. Endurance Aussicht. Ich will es einfach mal probieren. Könnte ich das theoretisch? Hier ist ein Tagebuch. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Alex über seine Möglichkeiten. Alex, was hast du dir nur dabei gedacht? Dieser Ort ist gnadenlos. Der Preis fürs Überleben
Er ist einfach zu hoch. Ja, warum ist der liebe Alex dann alleine, ganz, ganz alleine Richtung Endurance aufgebrochen? Ich meine, ja, das, was er tut und warum, das hat schon seinen Sinn, aber so ganz allein. Geprägt im Jahr Meiji 6, also 1873. Eine japanische Zeit. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Das könnte Sinn ergeben. Eine Glücksmünze, vielleicht bringt sie uns ja auch die. Ah, hier kann man nicht hoch, um zu gucken, ob da noch was drin ist, oder? Dann. Hier gibt's das. Eine. So. Ein Blümchen gepflückt. Und jetzt geht's nach unten zur Endurance. Haben wir ja schon gehört, da oben, da drüben, werden auch einige Gegner befinden. Wir nutzen nochmal das Lager, gucken, ob wir was verbessern können. Mit 500 Punkten kann es sehr gut möglich sein. Unser Bogen kann man nichts mehr verbessern. Bevor ich eine Schrotflinte was verbessere, das könnte einen alternativen Feuermodus mit größerer Reichweite, ja, die Handfeuerwaffe verbessern. Mal gucken, was er hier noch kann. Ja. Weniger Rückstoß, weniger Nachladezeit, Schalldämpferschüsse. Ich denke, wir werden ein größeres Magazin uns aus, um schneller nachladen zu können. So. Und dann geht's auf zur Endurance. So immer gucken wir erst noch, kommen wir nachschauen. Wenn man nicht mehr ist, alles nachgeladen und auf in die Schlacht. Denn die Gegner werden wie immer nicht auf sich warten lassen. Ja, das ist schon dumm. Oh je. Bereitet die Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid.